Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stelle euch heute den Campingpark Breitenauer See vor und der hat einiges zu bieten. Also bleibt dran, nach dem Intro legen wir direkt los. Ja, wir sind über das verlängerte Christi Himmelfahrt Wochenende bei wirklich sehr gutem Wetter hierher gefahren. Sind von uns aus nur 2 Stunden zu fahren, 170 Kilometer. Der Park gehört zu dem Ort Löwenstein, liegt aber in unmittelbarer Nähe der Stadt Heilbronn und 30 Kilometer oder 30 Minuten südlich ungefähr ist die Stadt Stuttgart. Kennt jeder, dass ihr einfach wisst, wo wir uns befinden gerade. Es ist eine sehr schön ländliche Gegend mit vielen Fahrradwanderwegen, auch einen Seerundweg gibt es hier, also wirklich sehr, sehr gut gelöst insgesamt. Und der Park hat 300 Touristenplätze und 300 Dauercampingplätze oder Stellplätze, in wirklich sehr gut angelegter Lage. Also ist alles sehr gepflegt hier. Das kennt man nicht so, dass es immer so ist. Das hat uns wirklich sehr gewundert. Und die Touristenplätze sind auch in einem schönen Rondell immer angelegt. Auch gerade für jemanden, der mit Gruppen kommt. Für Gruppen ist das hier sehr praktisch, haben wir hier einige. Und das ist wirklich als mit Gruppen sehr, sehr gut gemacht. Muss man wirklich sagen, ist uns direkt aufgefallen. Die Stellplätze ansonsten hier sind sehr schön groß. Also gerade für Tandemachse auch geeignet. Alles Wiese. Haben Wasser, Abwasser am Platz und eine Stromsäule in der Reihe. Das heißt, da müsst ihr schon mit einem längeren Stromkabel kommen. Das ist so ein kleiner Nachteil, da muss man ein bisschen schauen. Aber ansonsten wirklich sehr schöne Stellplätze, schön gelöst. Aber auch der Campingplatz an sich ist wirklich eine Reise wert, denn es gibt neben dem Restaurant am Eingang an der Schrankenanlage vorne einen kleinen Laden. Da gibt es so für den täglichen Bedarf, naja, so Lebensmittel und so ist ein bisschen dürftig, aber Getränke gibt es. Man kann sich Brötchen bestellen, das finde ich sehr, sehr schön. Und für alle, die zum Beispiel mit dem Wohnmobil kommen oder mit dem Reisemobil fahren und nicht ein Auto dabei haben, ungefähr 1,52 Kilometer weg hier ist Obersulm, ist so eine kleinere Stadt. Da gibt es Rewe, Aldi, also das kann man auch mit dem Fahrrad erreichen. Das ist also kein Thema, seine Lebensmittel einzukaufen hier. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Ding. Ja, die Waschhäuser hier sind sehr sauber, sehr modern und vor allen Dingen ist es sehr voll hier. Auch in ausreichender Zahl vorhanden, da kann man wirklich nicht meckern. In den Toilettenkabinen gibt es Haken für Jacken aufzuhängen und an den Waschplätzen gibt es sogar Seife und Handtuchspender. Das kennt man ja auch nicht von jedem Platz. Das ist mir auch löblich aufgefallen hier und wollte es auch unbedingt mal erwähnen, weil da legen ja auch viele Leute Wert drauf. Sagt mir mal Bescheid, ob ich das immer mal testen soll, weil mir ist es wirklich extrem aufgefallen, dass das ein großer Vorteil ist, den man nicht so kennt. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so eine Information gern hättet oder nicht oder was ihr gerne für Informationen hättet. Ja, der Campingplatz liegt direkt am See, aber ist durch ein Tor abgetrennt. Man kann sich vorne an der Rezeption so einen Transponder für 10 Euro Pfand leihen. Da kommt man vorne an der Rezeption durch die Schrankenanlage auch wieder rein, durch ein extra Tor für Fußgänger. Oder Richtung See an dem Tor kommt man rein und raus, dass man an den See gehen kann. Ist ein öffentlicher Badesee, ist aber kostenlos und ist wirklich schön angelegt. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und es gibt aber auch hier bei uns in der Nähe immer wieder Tore, wo man rauskommt, so Drehtore, wo man auch raus aus dem Park zumindest kommt, aber an den 2 Stellen nur rein. Ist ein kleiner Nachteil, aber wir finden es jetzt nicht wirklich schlimm. Nur, dass ihr das wisst. Aber der Park hier ist wirklich aus unserer Sicht eine Reise wert, der ist sehr schön angelegt. Ja, zu den Preisen noch ganz kurz. Wir sind jetzt hier mit 2 Erwachsenen und die Kinder bis 15 sind im Preis mit drin. Und wir zahlen, meine ich, am Tag 46 Euro. Das ist für heutige Verhältnisse, für das, was der Park bietet, mit allem inklusive. Also Strom, Wasser, Abwasser, Dusche, ist alles im Preis mit drin. Man hat keine Extrakosten, finde ich das wirklich okay. Ja, aber jetzt zeige ich schon mal die Bilder vom Platz, dass ihr schon mal selbst einen Eindruck machen könnt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch der Platz gefällt. Oder wart ihr vielleicht schon mal hier und könnt aus Erfahrung berichten. Schreibt es gerne auch rein. Ich freue mich für ein Like fürs Video und ein Abo für den Kanal. Und jetzt viel Spaß mit den Bildern des Platzes.